Herzlich willkommen bei Swiss Stars Online und unserem Format Spieler des Monats. Wir sind bereits im Dezember und ich freue mich außerordentlich, dass wir heute ins Luzernische in Wil gehen, in die Innbar. Das ist eine Sportsbar, wo das Ganze auf E- und Stildartscheibe hat. Und wir treffen dort keinen geringeren als der Stefan Belmont, amtierenden Vize-Schweizermeister. Und wie immer rede ich an dieser Stelle gar nicht lange um heißen Brei, sondern lade euch herzlich ein. Wir gehen auf In Wil, kommt doch mit! Der Stefan Belmont lebt in Cham oder im Aargau bei seiner Freundin, die er beim Dartspielen kennengelernt hat. Er arbeitet als Koch in der Innbar im Luzernischen In Wil. Dort kann er seinen Beruf wunderbar mit seinem Sport verknüpfen. Innbar ist eine Sportsbar mit zahlreichen E- und Stildartscheiben. Neben Dart zählt Stefan aus Jassen, Eishockey und Fußball zu seinen Leidenschaften. Namentlich der EVZ und Liverpool haben uns angetan. Als amtierender Vize-Schweizermeister ist der Stefan aus internationaler Sicht der erfolgreichste Spieler aus der Schweiz. So ist er 2018 als erster Schweizer auf der grossen PDC-Bühne gestanden und hat im letzten Jahr bei der Q-School-Qualifikation um einen von den begehrten 128 Plätze gegen den fünffachen Weltmeister Raymond von Barneveld gewonnen. Stefan, herzlichen Dank, dass wir heute hier sind, in der Innbar in Wil, um dich zu besuchen, dass du etwas zu dir, zu deiner Lieblingssportart, zu deinen Hobbys und so weiter und so fort erzählen. An erster Stelle natürlich nochmal herzliche Gratulation zum Vize-Schweizermeistertitel. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, wenn du jetzt so heute darüber nachdenkst, über den Vize-Schweizermeistertitel, ist es mehr die Freude für einen zweiten Platz, weil ein zweiter Platz ist auch ein sehr gutes Resultat, oder fuchst es dich ein bisschen, dass du nicht gewonnen hast? Also erstmal danke vielmals für die Einladung. Ja, ist gern geschehen. Wobei, du hast ja mich eingeladen, ich bin da, oder? Ja, also jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, 156 Einzel sind gewesen, zweiter Platz, das muss man zuerst mal machen. Genau. Aber jetzt auch im Nachhinein, man ist im Finale und dann will man eigentlich nur noch eins und das ist gewinnen. Es hat eine kleine Zeit gegeben, wo es mich wirklich ein bisschen gestört hat, wo ich sage, genervt, dort und dort könnte es besser sein. Aber ja, jetzt ist es der zweite Platz und da geht es nächstes Jahr wieder etwas Neues zum Angreifen. Absolut. Jetzt, bei einem Fußballspiel und so, tut man ja nachher den Trainer analysieren. Hast du auch so irgendetwas gemacht? Für dich, mindestens im Kopf. Und ich denke mal, beim Zuschauen kann man nicht gross analysieren. Aber was hast du Gefühl, an was ist es gelegen? Also im Nachhinein hat man immer so spontan, oh, dort habe ich einen Pfiff gegeben. Oder die Aufnahme war nicht gut gewesen. Da kommt sicher noch das eine oder andere zusammen. Aber eben, ich bin so einer, der nicht viel nachher studieren kann. Es hat die Eckpunkte gegeben, die wollte ich verbessern. Und an denen arbeite ich auch. Okay, gut. Jetzt Darts, wieso? Sag mal wieso. Wieso spielst du Darts? Ja, es war früher wirklich spontan. In der Lehre bin ich 16, 17. Ich wollte dort ein Bier am Abend nehmen. Und dann hat es in dieser Bar drei, vier E-Dart-Mannschaften gehabt. Und dann haben wir dort gesagt, gespielt. Und ja, so ist das eine und das andere gekommen. Ich bin dort in eine Mannschaft gekommen und dann immer Step. Oder hast du aber einmal gerade reingezogen, wenn du sagst, bist du in eine Mannschaft gekommen? Ja, es ist schon recht schnell gegangen, ja, muss ich sagen. Ja. Und so als Kind, ich meine, ich stelle vielmals die gleichen Fragen den Spielern, weil es halt auch die interessanten Fragen sind, aber so als Kind, die typische Scheibe daheim, wo man, ich glaube, das ist in jedem Kinderzimmer oder irgendwann ist man so eine Scheibe gehangen, meistens
wenn man sie frisch gekriegt hat, hat man ein paar Pfeile drauf geworfen und dann ist sie verstaubt. Hast du auch so irgendeine Erfahrung gemacht? Hast du als Pinky, als Kind mal so eine Scheibe gehabt? Hast du ein bisschen Pfeile geschossen? Oder ist das gar kein Thema gewesen? Nein, bei mir jetzt nicht. Also bis 16, 17 war das für mich nichts. Ah, okay. Und das ist wirklich dann, eben, als ich dann angefangen habe, E-Dart zu spielen, ist das wirklich mehr und mehr gekommen. Und so Talent, also zweifelsohne, weiss jetzt jeder, der sich im Schweizer Dart-Szene ein bisschen auskennt, dass du Talent hast. Vielmals ist das Talent, sich selber anerkennen, ist wieder eine andere Sache. Die einen machen das nicht so gern. Aber du hast sicher mal irgendwann gemerkt, hey, ich treffe das Zeug, das ich will treffen. Wahrscheinlich habe ich Talent. Ist das so schleichend gekommen, oder ist jemand, der denkt, hey, das ist es? Das Einzige, was man sicher sagen kann, die Ruhe, Konzentration, das habe ich schon ein bisschen immer schon ein bisschen gehabt, eine Eigenschaft von mir gesehen, immer noch. Und das hat sicher ein bisschen Karten in gespielt. Nicht gerade aufgeben, nicht gerade verzweifeln, okay. Dranbleiben. Also der Biss? Irgendwie der Biss, dranbleiben, ja. Und okay, okay. Und das ist sicher ein Vorteil, den ich sicher gehabt habe, von Anfang an schon. Und das Umfeld? Ich meine, du bist jetzt mehr oder weniger jedes Wochenende irgendwie weg. Und gehst von Turnier zu Turnier. Und wie reagiert dein Umfeld auf dein Hobby? Ja, also eben ganz früher mit 17 war es einfach wirklich ein Hobby gewesen. Hast du Dienstagabend-Match gehabt, einmal trainiert, mehr nicht. Auch ich sage, von den Eltern zu Hause aus, haben wir noch mal aufpassen, 16, 17 in eine Beiz zu nehmen, ja, oder ja. In ein Pub. Das ja, ja, ja. Ist ein bisschen speziell gewesen. Aber es hat sich dann wie ein bisschen umgeschlagen. Also umso besser, als ich geworden bin, umso auch in der Schweiz mehr umgereist sind auch eben, ich sage, von den Eltern aus auch viel mehr. Das Interesse geweckt wurde, ja. Eben im Dezember die WM geschaut, alle miteinander. Ja, ja. Und, so also du hast Unterstützung dort auf jeden Fall gehabt? Ja, nicht irgendwie so Umwelt, die gesagt hat, du hast doch irgendeinen Floh im Kopf, hör doch auf mit dem, das bringt eh nichts. Oder ich meine, es gibt auch so Sachen, oder? Ja, also früher ist wirklich sagen so, wie, ja, mach du das? Ob ja. Etwas wird, keine Ahnung, ja. Aha. Aber wo dann wirklich ein bisschen, ich sage, das ist im Stil da, die Spitze gekommen. Dann war das Interesse dann schon da gewesen. Und auch nicht nur von den Eltern, auch kollegenmässig. Und es ist einfach ein ganz anderes Umfeld auch. Und es wird respektiert. Aha. Das ist einfach schön daran. Jetzt Training, das ist immer so, gerade solche, die früh anfangen, wo ich mir eigentlich auch dazu erzähle. Ich schaue natürlich viel YouTube und so weiter. Irgendwann merkt man, es erzählt jeder eigentlich das Gleiche. Aber bei dir interessiert es mich persönlich auch ganz besonders. Wie sieht eine Trainingswoche bei dir aus? Was trainierst du? Wie trainierst du? Hast du spezielle Trainingsspiele, die du empfiehlst, wo du sagst, gerade das ist für einen Anfänger gut, das müsst ihr eher auslassen? Und was trainierst du selber schon als Profi, Halbprofi, als ambitionierter Spieler? Also, es ist ein bisschen unterschiedlich in der Woche, aber ich sage, in der Woche bin ich sicher pro Tag 2 Stunden an Bord. Es gibt einen Tag, wo ich sicher viel lasse. Das ist auch der Freundin gewidmet, den Tag ein bisschen, dass man auch ein bisschen etwas anderes macht als nur der Dart. Jawohl. Und eben, Trainingsspiele, wie du sagst, für mich heisst es Doppeltrainieren, diese Sachen. Für mich ist jetzt 5-0-1 Abendspielen nicht so wichtig im Training, aha. Weil das macht man eigentlich genug. Aber dass man die 5-0-1 wirklich auch sauber fertig bringt. Around the clock, ja. Doppelspiele, da gibt es X. Oder Check-out weg. Genau, so. 121. Ja. Es gibt sonst noch X Varianten. Das ist meine Hauptsache, wenn ich dort konstant werden will. Das Erste, was du gesagt hast, ist gesehen, Doppelfelder. Ja. Ich weiß, man hat es jetzt wieder gesehen, am aktuellen Turnier, wo gesehen ist, mit dem machen sie sich einfach immer alle kaputt. Oder? Das ist ja so. Sie sind super am Scoren und so weiter. Und am Schluss 3, 4, 5, 6 Darts bei einem Profi und er trifft Doppel nicht. Mhm. Es ist halt schon das alte Sprichwort. Oder? Mit dem Triple is funny und Double makes the money oder irgend so etwas. Ja, das ist ja so. Das habe ich auch schon wirklich hautnah miterleben. Eben, triffst du das Doppel nicht, das Leck ist weg. Ich mache das Doppel, ich tue am Gegner den Lauf abschneiden. Da komme ich noch, ein spezielles Spiel, das für mich in deiner Karriere so ein bisschen, also nicht entscheidend natürlich, aber was mir eben aufgefallen ist, genau wegen einem Doppel, aber da komme ich noch drauf zu. Was würdest du mir empfehlen, in einem neuen Dartspieler, was soll ich trainieren? Ich sage trotzdem auch wirklich, Doppel trainieren, ohne ja. Innen. Wenn man das einigermaßen kann, kann man auch wirklich den Step gegen oben machen. Und dann eben, das typische Beispiel ist auch,
zum Beispiel das Rechnen am Schluss, wie komme ich auf ein Doppelfeld. Ja, ja. Wenn man diese Sachen drin hat, kann man wirklich einen Schritt zurückgehen. Punkt 301, 140 Schüsse, gibt einen Finish 161. Das sind einfach die weiteren Steps, zum Beispiel, wo wirklich wo du dir aneignen. Ich kann es absolut nachvollziehen, wie gesagt, ich bin Anfänger, aber ich bin ziemlich angefressen. Oder? Und am Anfang auch das, was jeder macht, nimmst du viel führen und dann bearbeitest du das Triple 20-Feld. Mhm. Und dann triffst du einmal, der eine oder andere 180 habe ich sogar auch geschafft, und dann findest du, oh super, und dann fährst du an, von 100 da zu machen und denkst, hey, ich habe gar nicht einen schlechten Average, bis du dann merkst, das ist alles so, deutsch gesagt, wegloser Bullshit. Weil, wenn du das Doppelfeld nicht triffst, oder? Und ich bin sicher, seit einem Monat ausschließlich, ich meine, das bringt so auch nichts, aber bevor ich nicht die Doppelfelder triff, habe ich mir gesagt, das spiele gar nicht weiter. Weil es bringt, du kannst so schön scoren und am Schluss bleibst du einfach mit 15 Darts an einem Doppelfeld hängen als Anfänger. Und es ist so frustrierend, oder? Und von dem her ist das Scoring ist es bei mir völlig. Ich ignoriere es total, oder? Weil genau der Weg führt schlussendlich einfach über Doppelfeld, aber man spielt will gewinnen. Oder? Was natürlich auch noch wichtig ist, du hast es angesprochen, der Average. Wenn du siehst am Anfang, du spielst 80, 90 plus und am Schluss eben kommt das Doppel nicht, oder geht dann natürlich in den Keller rein. Aber eben, genau. Dort dürfen wir sich nicht verrückt machen, genau. Und ich sage, schau nicht auf den Average. Ja. Sondern wirklich versuchen, ein Spiel von A bis Z durchzuziehen. Ich frage dich dann trotzdem noch. Ja, genau. Nervosität ist so eine Geschichte. Oder? Ich meine, es gibt Technik, es gibt alles zusammen, mental und die Spielstärke, die einen an sich hat. Und viele sagen aber, es ist fast zwei Drittel ist mentale. Würdest du dem zustimmen? Oder was machst du konkret Nervosität? Wie baust du das ab? Hast du eine Technik für das? Weil, wenn du weißt, jetzt habe ich den Matchstart, dann müssen wir einfach dort hin. Wenn er nicht dort hin geht, dann kann der andere Spiel gewinnen. Wie gehst du mit dieser Situation um? Also, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Prozent Mentalstärke das du brauchst oder dass ich gut finde. Es gehört sicher dazu, es ist ein sehr wichtiges Element. Weil, eben, wie du sagst, es ist, wenn du wirklich an einem Doppelfeld bist, du weißt, jetzt kann ich Spiele gewinnen, dann musst du dich irgendwie ein bisschen mit dem Körper runterfahren oder wirklich geniessen oder versuchen, gar nicht daran zu studieren, was jetzt passieren könnte. Und eben, mental ist recht, also ich finde es recht wichtig, das Element dazu. Ja, und aber konkret irgendeinen Ablauf, immer sich wiederholenden Ablauf, hast du nicht, wenn man zum Beispiel Vandenberg zuschaut, wo immer ans Tischchen hinterläuft und seine Hand aufs vierte Lümpel hebt, fast vor jedem Wurf. Das ist irgendwie ein Ritual. Ich sage mal, beste Ritual. Hast du irgendein Ritual, das dich abholt, wo du sagst, oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich irgendetwas machen? Gibt es so etwas? Also ich habe Rituals dazu. Ich will es nicht gerade alle verraten, sagen. Nein, musst du nicht. Nein, natürlich nicht. Aber sicher, es gibt sicher Spieler in der Schweiz, die das machen. Ich habe jetzt auch eins. Ich habe immer so einen kleinen Teddybär dabei, der an meinem Case hängt. Und das ist auch so ein Energiepunkt, okay. Wo eventuell kannst du runterfahren oder dich kannst pushen. Und das kann wirklich hilfreich sein. Das ist so böse, weil ich gesagt habe, wenn er gegen den Stefan spielt, dann müsst ihr ihm einfach vor dem Match den Teddybär wegnehmen. Ja, da schaue ich schon dazu, dass der nicht wegkommt. Keine Angst. Wenn ich den Namen Jeffrey des Swan sage, was geht dir da genau durch den Kopf? Ja, nur ein schöner Tag für mich, sage ich mal. Nein, Jeffrey des Swan, ein junger Holländer, sympathischer Typ. Holländer gibt es en masse, gute Spieler. Und eben, ich durfte mein erstes Bühnenspiel gegen ihn spielen. Auf das wollte ich dich auswählen, oder? Ja. Ich meine, der erste Schweizer, der auf dieser Bühne gestanden ist und dein Spiel, wo du auch königlich angesagt worden bist vom The Zone-Moderator, ist natürlich schon ein Erlebnis, nehme ich an, oder? Ja, das ist schon so. Also, wie die ganze Geschichte dort an diesem Tag war, also es ist wirklich, ich will es nicht als märchenhaft bezeichnen, aber es war ein spezieller Tag gewesen. Und es war ganz etwas anderes gewesen, eben mal auf der Bühne zu sein, so ein bisschen mit Profis von der PDC umgehen und alles so, das ist... Jetzt das interessiert mich eben auch noch. Das eine ist die Bühne,
das, was natürlich der Endeffekt von dem ganzen Anlass, man steht auf der Bühne, man hat das Spiel auf dieser Bühne, aber das Ganze drumherum, gibt es dort irgendetwas, wo kannst du sagen, wo man nicht mitkriegt, weil es nicht im Fernsehen kommt, oder wie sind die Spieler drauf, oder hast du irgendein Erlebnis, das du dort mitgenommen hast, wo du heute noch daran denkst, kann man da etwas sagen dazu? Ja, es ist eben der ganze, ich sage so, die ganzen zwei Tage sind speziell gewesen. Der Donnerstag war der Qualifier gewesen. Und dort wollte ich einfach mein Bestes geben. Schlussendlich hat es gelangt, dass ich einen von den zwei Plätzen hatte. Und dann ist mir gesagt worden, am nächsten Tag, am Freitag, am Abend, 8:30 spiele ich gegen Jeffrey das One. Und dann ist es erst mal, wir müssen noch ein Hotel suchen, wir müssen das noch machen. Da waren wir gar nicht vorbereitet auf das. Und nachher ist es immer näher geworden. Eben mal durch den Hintereingang hinein. Wo nur die Spieler reinkommen. Ja, ja. Und da hast du einfach die Spieler gesehen, mit den Beratern, Freunden, Familie, die sie dort drin waren. Da bist du wirklich ein bisschen abgeschottet, kannst dich wirklich darauf vorbereiten. Lampenfieber gibt es auch? Also jetzt so die Vorstellung, hey, jetzt bin ich auf der Bühne oben. Oder ist das nicht so, ist das sehr sekundär? Also am Anfang ist wirklich, ich habe es wirklich mit Ruhe genommen. Aber wo es dann wirklich langsam näher kam, ist auch aus dem übernächsten Spiel bin ich, auch aus dem nächsten Spiel bin ich. Ja, ja. Das ist auch ein bisschen, also ja. Lampenfieber ist das wirklich gekommen, Nervosität. Und Und sonst irgendwie mit Weltgrössen ein paar Worte austauschen, hast du auch können? Hat es irgendjemand gegeben, der ins Gespräch kam? Ja, sicher. Also eben, das beste Beispiel kann ich auch sagen, ich habe auch hinter der Bühne mit dem Jeffrey Desmond noch ein paar Worte tauschen. Ja. Also wirklich, die Leute sind eigentlich offen. Sie geben dir Antworten, wenn jetzt mal. Die wissen das selber mal, bist du das erste Mal auf der Bühne, das geht schnell um. Oder wer ist das überhaupt? Oder wer kommt aus der Schweiz? Ja. Da wirst du schon ein bisschen, auch ein bisschen angeschaut und so, aber auch unterstützt. Also wirklich, man kann sagen, auch eine grosse Familie. Und da hat es schon ein paar Worte gegeben mit gewissen Spielern und so. Das ist spannend. Ja. Beim Zuschauen, von mir vor allem spannend, ist das dritte Leg gewesen, wo du mit zwei Daten auf Doppel 20 könntest Leg gewinnen und leider das nicht geklappt hat. An was ist das? Gibt es einen Grund? Oder wenn du nachhinein sagst, du hast jetzt einfach die Nervosität gesehen. Oder, weil eigentlich normalerweise würde ich die treffen. Oder kannst du das irgendwie, oder halt wieder Analyse, ist so ein weitgegriffenes Wort, wie siehst du das heute? Weil ich denke mir, oder wenn man jetzt zuschaut, als Zuschauer, du bist kein bisschen schlechter gewesen in diesem Spiel. Ich denke mir, es hat mehr so ein bisschen mit Nerven oder mit Routine oder weiss ich mit was alles zu tun gehabt. Wie siehst du die zwei, oder was hast du über die zwei Doppelfelder, die du nicht getroffen hast? Oder hast du das gar nicht recht mitgekriegt? Kriegt man das noch als Zuschauer mit? Oder? Also ich muss sagen, am Anfang war es wirklich, wo ich zuerst mal auch eingelaufen bin mit der Musik und alles so. Dort habe ich mir einfach gesagt, jetzt geniesse ich es. Ja. Und das konnte ich auch wirklich gut machen. Auch hier oben, die 9 Dart Practice zum Beispiel, sind wirklich, ist recht gut gegangen. Das erste Leg ist mir auch sehr gut gekommen, obwohl ich ein bisschen zittert habe wirklich, und auch mit der Nervosität zu kämpfen habe. Und eben, was ich zu natürlich auch ansprichst, ist eben, dass die zwei Doppel, also die zwei Pfeil auf Doppel 20, ja, die sind jetzt knapp nicht rein. Wenn einer rein wäre, sehr knapp. Ja, ja. 2-1 für mich. Eben, genau. Wie wäre das Spiel nachher rausgegangen, weiss niemand. Ja. Aber ich sage, wo dann so 3-1 war, dann war es wirklich auch so, du hast das Publikum wahrgenommen, es sind 7000 Leute hier. Und da hast du dann plötzlich auch mal so, Stefan oder Belmont oder sonst irgendetwas gehört. Und dann ist recht, eigentlich recht alles wahrgenommen. Ich konnte, ich sage, nicht mehr so gut können abschalten. Ja. Und das hat dann sicher auch ein bisschen Einfluss gehabt auf alles. Und das sind dann einfach so, das ist auch, muss ich sagen, von der Scheinwerfer her, es ist heiß dort oben, es ist wirklich... Ja. Also, ich sage, so das Gesamtpaket, das nachher kam, ist sicher spieleinflüssend gewesen, wo das Spiel für den Jeffrey entschieden hat. Und ich meine, der 180er, der ist mir natürlich auch aufgefallen. Also, das ist, ja, das ist auf der Bühne oben. Das ist ein Ziel gewesen, einmal so. Okay. Dings, und das ist wirklich, glaube ich, die dritte Aufnahme gewesen, oder die vierte. Yeah. Und wirklich, das ist genial. Es ist ein super cooles Gefühl. Und das motiviert einfach für mich. Stefan, wir haben davon geredet, von diesem berüchtigten Spiel, beziehungsweise du bist der Erste gewesen, der auf der PDC-Bühne oben gestanden ist. Jetzt weiss man ja, für einen Dartspieler, PDC ist der Verband, wo es eigentlich darum geht. Es gibt noch andere Verbände, aber Fernsehen und grosse Preisgelder und so weiter, das wird in der PDC gespielt. Jetzt gibt es in der PDC gibt's ja 128 Karten. Das sind die, die auf dieser Bühne dürfen spielen dürfen. Und dort davon sind 64 gesetzt. Also alle unter den ersten 64 haben auf sicher die Karten.
muss jeweils in den 2 Jahren spielen, bis sie wieder mehr abverdienen. Und die anderen 64 spielen darum in dieser sogenannten Q-School, wo der eine oder andere sicher auch schon gehört hat. Du kannst vielleicht gerade selber darauf zurückkommen, wenn ich so vom Barnefeld rede oder so. Was kommt da in den Sinn? Ja, also wie du so scheisst, von Barnefeld. Ich habe in der letzten Q-School am dritten Tag, in der ersten Runde, durfte spielen. Aha. Und ja, ich habe mich darauf gefreut, als die Auslosung draußen war. Ja. Und also andere machen in die Hosen, wenn sie den Namen hören, oder? Ja, das kann gut sein. Nein, ich habe mich wirklich darauf gefreut. Und sicher, ich habe mir als erstes gesagt, wenn ich ihn kann, vielleicht in der ersten Runde ist es besser als in der dritten, vierten, fünften. Ja, ja. Aber ich habe noch auch nicht mehr lange drum studiert. Es ist dann doch ziemlich schnell gegangen. Und ja, wenn Raymond van Barneveld hinter dir steht, nur mal ein bisschen zum Einwerfen, ist es ein anderes Bild, ja, ja, als wenn sonst irgendjemand ist. Und ich habe dann einfach wirklich versucht, mein Spiel zu spielen. Schlussendlich war es dann wirklich 5-5 gewesen. Ich habe es aus Bullen gewonnen, ich durfte anfangen. Und ja, er hat nicht gerade sein bestes Spiel gespielt, ich auch nicht. Aber es hat sich schlussendlich wirklich ergeben, dass ich auf Doppel rühren konnte. Und ja, ich habe es dann für mich entschieden. Oder? Also, wir müssen das auf der Zunge zergehen lassen. Du hast hier 5-fache Weltmeister geschlagen. Ist das richtig? Kann man das so? Ja, das stimmt, ja. Nein, es ist wirklich ein spezieller Moment, wirklich ein Highlight auch von meiner Karriere her bis jetzt. Ja. Und das nimmt man einfach alles mit. Und aber der Platz hat eben gleich nicht gelangt am Schluss, oder? Nein, also, ich habe dann auch in der nächsten Runde gegen Nils Sonnenfeld verloren, ja, wo auch ein gutes Spiel war. Wie viel Match muss man denn gewinnen in der Q-School? Ja, jetzt ist es durch Covid ein bisschen speziell gewesen, aber es hat also am Schluss ein 128er Feld gegeben. Ja. Und dann ist wirklich einfach, ja, musst wirklich weit führen kommen, Top 4, Top 5. Ich habe mal irgendwie gehört, wenn du Tagessieger bist, dann hast du schon einen Platz. Dann ist sicher ein Platz. Wenn du ein Turnier gewonnen hast, hast du halt auf sicher gehabt. Und sonst ist es einfach wie eine Rangliste, wie du in den ganzen Abschnitt sind dann noch Plätze frei geworden. Okay. Die haben. Ja. Die nächste Q-School wartet. Die wartet, ja. Und dann bin ich wieder voll bereit. Gut, gehen wir weiter. Ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass für dich eine Vollprofikarriere in Frage kommt. Oder liege ich falsch? Nein, das ist Ziel eigentlich, dass ich wirklich Fuß fassen kann. Was müsste die G sein für das? An was fehlt es am meisten für eine Vollprofikarriere? Also eben, wir haben jetzt hier in der Schweiz noch kein Profi, der jetzt irgendetwas wirklich Grosses gerissen hat. Und auch wenn wir jetzt, eben, wir bräuchten eventuell wirklich so ein Aushängeschild. Ich sage eben, die Deutschen sind die besten Beispiele. Max Hopp, Schindler, Martin, jetzt Clemens, das ist etwas, das zieht. Österreich genau gleich. Rodriguez-Brüder, Suljovic, Top-10-Spieler. Das sind einfach so die ziehen, die etwas machen. Das haben wir eben leider in der Schweiz nicht. Und ich denke, das könnte doch ein wichtiger Schritt sein, wenn es mal jemandem gelingt, dass dort wirklich ein bisschen mehr aufkommt. Das war jetzt gerade die eigentliche Frage, eben der Vergleich unter den Ländern. Mhm. Was fehlt der Schweiz? Vermutlich hat es also schon einfach mit Bekanntheit zu tun. Oder mit, ja, sicher. Das ich meine, wir die Schwingen und Ringen und Steine irgendwann rumschießen und die Engländer leben damit und Holländer auch. Und hat es sich auch ein bisschen mit dem zu tun? Dass der Sport an sich einfach zu wenig bekannt ist. Es ist eine Randsportart, das kann man nicht abstreiten. Und eben, wie du sagst, Bekanntheitsgrad, das ist leider nicht verloren. Mhm. Aber wenn wirklich jemand so in die Richtung machen kann, dass jemand einen Sprung kann schaffen kann, mit einer Tourcard zum Beispiel. Und eben, noch niemand, wann holst du sie? Ja, im Januar ist das nächste Ziel davon, von dem wir gesehen. Ob ich sie hole, das weiß ich nicht, aber ich gebe sicher dort mein Bestes und es wäre sicher das Ziel davon, dass ich dort mal anhängen könnte, ja. Gut. Wo siehst du in 3 Jahren? Ja, schon, also tatspezifisch. Schon am liebsten, dass du irgendwie ein bisschen davon kannst leben, sage ich jetzt mal. Aber das ist ganz das höchste Ziel. Und eben, wir müssen Step by Step nehmen. Gibt es für dich einen Typus von Mensch, oder wenn man es jetzt runterbricht auf Kinder, wo du sagst, Darts ist eher geeignet oder ist eher ungeeignet als Sportart? Nein, eigentlich nicht. Es kommt nicht auf den Typ drauf an, wie alt er ist.
Es ist wirklich, man tut sich eher am Typ anpassen. Wenn einer ein bisschen hibbelig ist oder ein bisschen mehr rumläuft, eher ein bisschen beruhigen. Wenn einer wieder ganz ruhig ist, dann sagen, hey, belebt ihr mal ein bisschen. Wirklich ein bisschen mehr ans Board bringen, ein bisschen mehr Elan. Und, es ist aber nicht so, dass es irgendeinen Typ Charakter gibt, wo du sagst, das sind überhaupt nicht von da. Da kannst, sagst du, können alle spielen. Ja, das grundsätzlich. Okay. Jetzt, wenn man so ein bisschen, oder wenn man zurückschaut, 30 Jahre zurück und 30 Jahre vor, was hat sich, wir reduzieren es jetzt mal auf die Schweiz, in den letzten 30 Jahren in der Schweiz verändert im Dartsport? Gut, aber vor 30 Jahren kann ich noch nicht viel mitreden. Ja, aber hast du gehört? Ja. Man merkt in der Schweiz sicher mehr, dass immer von Jahr zu Jahr oder einfach die Spitze auch immer enger wird. Es hat wirklich ein Umfeld vorne in den Ranglisten, wo besser wird. Und das ist sicher, ich sage, das ist fast der einzige Grund bei den Jahren, die sich jetzt entwickelt haben. Es gibt nicht nur zwei, drei Topspieler, es gibt unterdessen immer mehr. Ja. Und sind das in der Schweiz auch immer mehr Junge? Weil das sagt man ja so ein bisschen auf der Weltbühne. Die Jungen kommen immer mehr. Es gibt, wenn man hört an der Q-School, immer extrem viele, extrem gute Junge. Und das hat es ja früher, denke ich mir, ich weiß es auch nicht. Aber wahrscheinlich, wenn man so all die Spielaufzeichnungen sieht, wer auf der Bühne gestanden ist, hat es eher so ein bisschen provokativ gesagt an ein Altersheim erinnert. Und heute hat es schon extrem viele Junge. Ist das in der Schweiz auch so? Ja, bei uns sind jetzt die Jugend nicht so gut besetzt, sage ich mal. Es gibt wirklich zwei, drei gute Junge. Aber die machen jetzt einen Sprung als Erwachsene rein. Ah, okay. Und, aber eben, es sind nicht so viele rum, was natürlich bei anderen Ländern, Holland, England, alles was auf den Inseln ist, die haben wirklich schon gute professionelle Trainingswochen oder weiss ich was, oder wo eventuell mal in die Nazi kommen. Und die haben völlig einen anderen Aufbau, was sie machen. Also, okay, und was meinst du, wo ist Darts in den nächsten 30 Jahren? Oder in 30 Jahren? Hast du irgendeine Tendenz für die Schweiz? Also ich hoffe sicher, dass junge Spieler nachkommen und wirklich auch wirklich das breiter wird in der Spitze vorne und dass wir sicher in 30 Jahren vielleicht 1, 2, 3 Spieler haben, die wirklich an der grossen Tour teilnehmen können. Ja, das wäre schön. Okay, ja. Okay. Gut, dann kommen wir langsam, ganz langsam zum Schluss. Natürlich viele Zuschauer, wie mich auch, interessiert, wer dein Lieblingsspieler ist, ob es so einen gibt, ob du ein Vorbild hast. Und wenn du eins hast, wieso? Was an dem passt so gut? Gibt es so jemanden? Früher, als ich angefangen habe, sicher hat es ein, zwei Spiele gegeben. Es ist wirklich so, mein Vorbild ist wirklich Gary Anderson, sage ich jetzt mal. Weil ich sage, der hat so eine Coolness, der an die Bühne legt, steht hin, macht nur seine Bewegung mit dem Arm. Und das hat mich einfach am meisten inspiriert. Aber ich muss selber sagen, jetzt auch jetzt ist, ich habe kein richtiges Vorbild mehr oben drin. Wenn ich irgendwie einmal ein Match sehe, wo die ein gutes Darts-Match sehe. Fan tust du nicht. Ob es ein Van Gerwen ist oder ein Price oder irgendwer. Der, der einfach gut spielt. Wenn der gut spielt, dann hat er für die gewonnen. Also es ist nicht vor der WM, dass du sagst, ich hoffe den. Oder ich ja, da gibt es sicher mal ein paar Sympathisanten, sage ich jetzt mal so, wo du hast. Aber schlussendlich, wenn jemand gewinnt, dann hat er es verdient. Und okay. Ja, ich habe also es ist nicht eine Woche schlaflose Nacht, wenn die Favorit nicht gewinnt. Nein, das okay. Kommen wir doch noch zu einem Thema, das sich auch alle interessiert. Und das ist das Material. Mit was für Darts, was für Flights, was für Schäfte spielst du? Also eben, mein Barrel ist handgemacht. Also von dir hergestellt worden? Nein, nicht von mir. Nicht für dich? Also der Dart, den du hast, kann, das ist eigentlich die Frage. Der Dart, den du hast, den spielt sonst niemand. Ja, das ist eine Massanfertigung. Genau. Das ist für mich gemacht worden und der spielt wirklich nur ich. Chefsflights sind gesponsert von L-Style. Dort bin ich, bin ich unter Vertrag mit ihnen. Okay. Und das ist ein schöner Materialzustoff, den man gerne absolut. Hat. Jetzt abschließend, gibt es noch etwas, was du dem Zuschauer möchtest auf den Weg geben? Gehen wir davon aus, schauen Junge zu, es schauen Jugendliche zu, es schauen Kinder zu, es schauen alte Säcke zu, wie ich.
Was würdest du jetzt auf den Schluss noch auf den Weg geben, wie so ein Datel spielen? Oder auf was besonders muss schauen, dass die Motivation nicht flöten geht? Oder so, ich meine, du hast schon viele Erfahrungen gemacht auf deinem Weg. Mhm. Übrigens habe ich gar nicht gefragt, wie lange. Doch 16, 17 hast du gesagt. Heute bist du 31, 32? 32. 32, okay. Da kann man selber ausrechnen, wie lange du spielst. Und auf diesem ganzen Weg hast du viele Erfahrungen gemacht. Viele Lehrplätze. Wo vielleicht jemand nicht machen soll, der jetzt frisch anfängt. Hast du irgendetwas, wo du gerade gerne kannst in die Kamera rein? Was würdest du am Schluss noch auf den Weg geben? Also ich sage, die Spieler, die neu anfangen wollen, nehmen den Mut, tun mal ein Board bestellen, kaufen, viel irgendwie auch bestellen, ausprobieren, nicht gerade verzweifeln. Gibt es eine Form oder so, die du einem Neuen empfiehlst? Viel. Ich meine, es gibt ja so torpedoförmige, es gibt ganz gerade, es gibt irgendwie. Auf was soll man schauen? Das spielt gar keine Rolle, vom Gewicht her. Ich sage, man soll mit einem Standard wirklich anfangen. Und dann kann man immer noch nachher entscheiden, oh, das ist nichts für mich. Oh, er muss kleiner sein, er muss schwerer sein, er muss länger sein. Also eigentlich gar Königsklasse, das darf wirklich ein günstiger. Also ich würde es niemandem empfehlen, gerade irgendwie so für 500 Franken zu kaufen. Aber jetzt auch nicht für 20 Franken, also wirklich so ein Mittelding. Aha. Vielleicht von einem Spieler. Ich sage jetzt vielleicht mal Adrian Lewis van Gerwen, mal probieren und nachher kann man immer noch mehr testen, was gut für dich ist und ja, einfach, ich sage einfach mal loslegen, probieren. Es gibt coole Apps, wo man Trainingsspiele machen kann und ja, loslegen. Okay. Ja, Stefan, dann danke ich dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir. Für das Interview, ich meine mit dem aktuell zwei beste Spieler in der Schweiz, wenn man von der Schweizer Meisterschaft ausgeht. Reden wir auch nicht jeden Tag. Und als kleine Aufmerksamkeit, die anderen Interviews schon geschaut haben, mein weiteres Hobby von mir ist Lederverarbeitung. Ich mache so diverse Mini-Wallets und so weiter. Und seit ich Dart spiele, mache ich natürlich auch so ein bisschen Dart-Geschichten. Und vielleicht kannst du es brauchen, vielleicht auch nicht. Das ist alles handgemacht. Aus sehr hochwertigem Leder, ein Täschchen. Und es gehen sechs Darts rein, auch L-Style. Und dann schaust du mit Schlagkunst mit und sonst kannst du irgendwie ins Auto nehmen und weiss ich, was drin machen. Merci vielmals, danke, ja, das freut mich sehr. Ist gern schön. Nein, das wird in Gebrauch genommen. Super. Dann wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit und dass wir dich gleich wieder auf einer PDC-Bühne sehen. Danke vielmals.